Atombombenwerfer, genau. Den kenne ich auch. Pass mal auf, ich werde hier oben mal was reinpacken, damit ich ein bisschen leichter werde. Ja. Hier irgendwo im Schrank oder in der Kasse oder was ist wo? Hier in der Kasse. So, wie viel haben wir? Oh. Ist gar nicht so viel. So, lassen wir mal den Fat Man hier. Was können wir sonst noch hier lassen? Den Power Helm würde ich gerne mitnehmen. Ein Gewicht. Drei. So, lassen wir die Lederrüstung mal hier. Den lassen wir noch hier. Was haben wir denn an Waffen noch? Mine können wir hier lassen. Schlagring. Das Ding. Die Pistolen könnten wir hier lassen. Die Machete. Die. So, das sollte eigentlich wieder gehen, oder? Richtig. Sehr gut, dann gehen wir mal kurz zurück. Ich kann mich jetzt hier hinpacken, ne? Zum Super-Duper-Markt, ne? Genau, alles klar. Sehr schön. Dann können wir mal kurz die Mods angucken. Ja, ach ja, stimmt. Mein Gott, ich vergesse das immer, meine Herren, ey. Dass der Hund die Aura tragen kann. Ja, Mann. Wir haben Samstagabend. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir. Ja, ich würde, man könnte jetzt sagen. Man könnte jetzt sagen, ist noch nicht so spät eigentlich, aber. Hey, cool, die Karawane ist jetzt hier. Ich möchte aber nicht mit dir handeln, hau ab. Boah, Quatsch, hier kann heißen, Olle. So, na, jetzt bin ich eigentlich. Ah, ich sollte ins Bett gehen, ehrlich. Nein, gehe ich aber nicht. So. Dann nehmen wir mal den Helm hier. Ist der besser? Ja, sehr. Ausrüsten. Ausrüsten, 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 ausrüsten. Und da haben wir eine komplette. Ne, nicht ganz. Der linke Arm fehlt. Aber ansonsten haben wir fast eine komplette Raider Power 2 Rüstung. Das hört sich eigentlich cool an. Denke ich mal. Rechter Arm und so. Ja gut, ist nicht ganz nicht viel besser, aber ist egal. Ich glaube, da ist schon was Besseres, oder? Gehe ich mal von aus. Ist halt stärker. Obwohl ich echt mal gespannt bin, wann man die Dinger eigentlich mal benutzt. So, wir machen erstmal den gesamten Schrott lagern, wie immer. Und dann gehen wir mal kurz hier in unser Warenlager. Hier kommt unsere Klamotten rein. Wenn wir überhaupt was bei haben, wir so. Genau, die können wir jetzt auch. Oh, jetzt habe ich die so ein. Mein Gott, da. Gib das her. Also, du sagst, man kann dem Hund auch hier so ein Halstuch anziehen. Aber das bringt ja nichts. Das hat ja keinen Wert. Also lassen wir das mal lieber. Das, das und das. Rechter Arm, rechtes Bein. Warum fehlt denn der linke Bein? Sehe ich gerade mal. Haben wir nur einen linken Arm haben wir noch? Haben wir. Warum fehlt denn da? Warum fehlt denn der rechte Arm haben wir? Linker Arm rechts, aber linkes Bein fehlt hier. Frech. Frech, frech, frech. Richtig. So, pass auf, dann packen wir das mal kurz an wieder. So. Waffen. Haben wir wahrscheinlich auch wieder irgendwas. Ja, genau. Molotow brauchen wir gerade nicht. Und die 10 mm Knarre kann auch weg. So, dann gucken wir mal kurz. Warte, hier ist die Waffenwerkbank. Schauen wir mal. Wir haben zum Beispiel die Schrotflinte. Oder nehmen wir das Laggewehr erstmal, pass auf. Wir könnten hier theoretisch ein Leuchtvisier drauf machen. Wir könnten ein kurze Reichweiten Zielfernrohr drauf machen. Reflexvisier. Halt ein richtiges oder lang. Aber das können wir noch nicht, weil da fehlt irgendwas. Achso, da müssen wir Waffenfreak für sein.
Wir könnten theoretisch das hier machen. Für das Jagdgewehr. Da steht auch drauf, was man braucht. Vielleicht mache ich das einfach mal. Pass mal auf, oder? Nein, hör mal auf da. Oder sollen wir da auf was anderes machen? Wir haben noch die Lasermuskete. Die hat 203 Reichweite, ne? Wird vielleicht doch mit der sogar besser. Was ist denn, wenn ich das damit mache? Präzision. Pass auf, wir bauen die jetzt einfach mal drauf. Anfertigen. Fertig. Dann haben wir eine Schnelllademagazin, kann man noch nehmen. Verlängerter Lauf. Und hier links, normalerweise sieht man dann auch, glaube ich, hier, da sieht man links auch, was die Sachen machen. Und es gibt hier richtig viele Sachen, muss man sagen. Hier gibt es nur Bajonett. Für, wahrscheinlich für den Nahkampfangriff gibt es hier auch noch. Dann können wir Verschlüsse machen, Automatik. Da kann man Feuerrate ziemlich hoch pushen mit, wie man sieht. Von 55 auf 127, aber auch den Schaden runter. Deswegen, da muss man immer gucken, wie man das am besten macht. Und das kann man halt mit jeder hier machen. Man kann hier, halt ein Visier auch auf der Schrotflinte zum Beispiel drauf machen, was aber ein Blödsinn ist. Schrotflinte, Dingens braucht man nicht. Schwerer Verschluss, da macht man mehr Schaden und so weiter und so fort. Aber ich bin eher... ich bin eher der Meinung mit den... Gerade so Schrotflinte braucht zum Beispiel eigentlich gar nichts. Die braucht höchstens, was sie braucht, ist ein schnellere Ladedingens. Aber es gibt halt auch Automatik-Schrotflinten. Ich habe leider nur noch keine. Aber ich wollte jetzt einfach mal das eine Ding mal testen. Mal gucken, ob das Zielfernrohr besser ist. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Das sieht ja schon eher nach einem Scharfschützending aus. Was schon mein Metier ist. Gut, dann gehen wir wieder zurück zum Markt. Richtig, so. Und ja, ich denke daran, dass ich dem Hund auch was geben kann. Wer ist denn der Mieten? Der Meierlörk-König, hallo? Wachbots, weil alles gibt, ey. Was es alles gibt, T60 Power-Rüstung. Ja, sowas sind die auch schon am Forschen. Momentan. Ich hoffe, ich habe deinen Wissensdurst gestillt nach den Mods-Dingern. Ist halt immer so eine Sache mit den Teilen. Gleich. Ich bin gerade beschäftigt. Wo ist denn hin? Da. Kopfschuss. Weg. So, wo ist denn der Hund jetzt? Wo bist du denn? Keule. Ach, da bist du. Wo hast du denn was gefunden? Ja, hier drin oder was? Ja, möchte ich. Danke. So. Wie komme ich denn jetzt in den scheiß Supermarkt? Ach da, mein Gott. Da kommt man in den Supermarkt rein. Dann gehen wir doch mal hier rein. Super Dupermarkt. Gehen wir den doch mal besuchen, den Markt. Aua, mich juckt's. So. Ghule. Natürlich Ghule. Ja. Ja, Stahl. Sauber. Was hier? Pass auf, komm mal her. Hey. Ich möchte mit dir handeln. So. Diverses. Nein, brauche ich auch nicht. Short. Das kannst schon mal alles nehmen. Ja, so, bitteschön. Mods brauchst du nicht.
Du kannst auch den Fatman nehmen, der ist wahrscheinlich, ja, der ist nämlich richtig schwer. Drachhund. Ja, nimmt es. Sauber. So, dann wollen wir mal die Gule ein bisschen aufschrecken hier, wa? So, dran. Oh, da ist aber dran. Schimmeliges Essen. Voll die schimmelig. Dann bist du eigentlich nach wie vielen Jahren sind das jetzt? Wie lange hat der gepennt? 200? Da bist du eigentlich schon verrottet sein. Da bist du wieder zur Erde geworden sein. Staubwedel, geil. Kartoffelchips, geil. Juhu, eine Dose. Phänomenal. Das gibt hier. Will ich suchen da so rum. Was war das? Erstmal einschließen. Haben wir hier unten eine Köter so rum? Alter, er schreckt mich nochmal so, Keule. Boah. Herzinfarkt hoch 13, ey. Gibt's ja gar nicht. Ey, Hund! Das Schloss sieht stabil aus. Das Schloss ist so schwer! Könnte ich ja schon wieder. So. Da war gut. Love Wave. Nehmen wir mal gut. Ein Treffer. Bin durch. Sehe ich doch. Safe-Steuerung. Cool. Machen wir Schloss deaktivieren. Sehr cool. Was hat er noch? Ach, den Roboter. Okay. Dann habe ich doch hier. Dann sag mir mal, was ich hier auswählen muss. Weil ich weiß das nicht. Ich kenne die Dinger nicht. Dann mache ich mir mal kurz eine Zigarette. Dann sag mir mal bitte, was man da auswählen muss, dass sie einem helfen. Oder was auch immer machen. Weil ich kenne mich damit leider nicht aus mit denen. Aber wie gesagt, ich weiß ja leider nicht, was man da machen muss. Ob das Standard reicht oder so. Rechtsvollzug, das testen wir das doch mal. Okay. Dann starten wir den mal. Okay. So, haben wir. Wir mal schauen, was der macht. Oder haben wir hier? Wo ist denn der? Der war doch hier vorne, ne? Ach, da ist er doch. Ja, du machst das schon. Ja, dann mach mal. Du machst das schon. Dann laufen wir vor. Er latscht da erstmal durch die Leiche, auch nicht schlecht. Geile Sache. Oder nicht nur ein Warenkorb, den er. Alles Stahl. Ist ja auch schon gleich wieder zurück nach Sanctuary. Wegen den Klamotten hier. Speichere bitte. Der hat doch, glaube ich, gerade geschossen.
Wenn ich jetzt schon speichern muss, ne? Dann weiß ich, dass gleich wieder irgendwas kommt hier. Ich könnte ja fast darauf wetten, dass die gleiche welche aufstehen. Hä? Wo kommst du jetzt her? Okay. Ja, war doch klar. Ja, machst du fertig. Sauber. Schlitz sie weg. Sauber. Cool. Du bist der King, hör mal. Sehr schön. Munition sparen. Alles gut. Gefällt mir. Juhu. Das ist doch schön. Gefällt. Ah, schön, alles einsacken hier. Was? Achso. Was ist das denn? Juke and Jive. Okay. Leguan am Stiel, jo. gibt glaube ich, wirklich Länder, wo das gibt. Okay. Gut zu wissen. Dann speichere ich mal öfter, weil, naja, ich bin eigentlich nicht so der Schnellspeicher-Fetischist, sag ich immer. Ah, zum Knacken. Hallo, hey, hey, mach so auf, danke. Das wär's. Ja, toll, Drogen drin, wow. Eine Kochplatte, nehme ich doch gerne. Ein Dinner-Teller nehme ich auch noch. Ey, ist selber eine geile Kaffeemaschine, will ich auch. Geil. Gib die her. Nimm die mit. Hey, eine Launchbox. Cool. Launchbox, ja. So eine Kaffeemaschine will ich auch. So, haben wir hier mal das rumliegen. War da der jetzt gezuckt? Achso, da ist nur der Lindenschurz. Der Tarzan-Schurz. Na, speichern wird mein bester Freund. Ja, ihr macht mir ja wieder, ne? Mut hier. Gibt's ja gar nicht. Oh, was ist denn im Wein? Schnappes. Schnappes ist in der Apokalypse immer gut. Wenn du nämlich sowieso kein Ausweg mehr siehst, dann besäufst du die einfach und fertig. Ja, du bist fein, der Haarklammer, ne? Hallo? Nein? Danke? Wie schön. Wie schön. Schnauze. Oh, er ist ein toter Minuteman. Okay. Die konnte man irgendwie grapschen und wegziehen, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Die Leichen. Wo? Mann, bleib liegen, du. Kommt der da einfach hier? Nein. Einfach hier reingekrabbelt hier. Was ist das denn für Sitten? Warte da. Nein, du sollst nicht warten. Ja. Herrgott. Ja, das auch noch mitnehmen hier. Speichern wie mein bester Freund, ey. Gibt's ja gar nicht. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Nein, hör auf damit. Na, so geht doch. Ja, genau. Auf der Toilette ist Muni. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Auch noch mitnehmen. So. Laden wir nach. So. Oh, cool. Ich könnte einen Brustkorb und Wirbelsäule mitnehmen, auch schön. Braucht auch jeder für zu Hause. Kaugummi nehmen wir natürlich auch mit. So, da hängt hier noch irgendwas. Ein vertrockneter. Der sieht wirklich vertrocknet aus. Ah, hast ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen, wa? Echt mal. Man sagt ja auch, zu viel Sonnenbank vertrocknet die Haut. Selbst schuld. Selbst schuld, sag ich. Noch so eine Kaffeemaschine. Was ist denn da los? Oh, Melonen.